Hallo und herzlich willkommen zurück in Guild Wars 2. Ja, wir sind dabei, das Ossuary zu bereinigen, zu attackieren, wie auch immer man das nennen möchte. Und das Ganze passiert hier in Malchors Leap. Da werden wir jetzt uns mal hinbegeben und eben die schöne Quests uns noch anschauen. Ihr seht wahrscheinlich gleich auf der Uhr, ne, wenn sie wieder eingeblendet wird, wie viel Uhrzeit wir haben. Und zwar haben wir 5:30 in der Früh. Und das kann ich mir alles noch leisten, weil ich Ferien habe. Wenn ich wieder Uni habe, dann muss ich mal schauen, wie ich das irgendwie in mein Schedule reinbekomme. Und ja, wird schon irgendwie. Dann möchte ich mich nochmal an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Craft 12354 bedanken, der in seinem neuesten Infovideo auch das Gewinnspiel der letzten Episode erwähnt hat. Und ich freue mich wirklich auf eure Einträge. Bis jetzt kam da leider noch nichts. Seid ein bisschen faul, seid ihr. Kann schon sagen. The goal is to stop Zaitan's reinforcements. Our target is a cathedral of eternal radiance on Orr's north coast. It's essentially a factory that manufactures Zaitan's hoard. I intend to shut it down, and I'm sending in a strike team to do just that. We don't know exactly how it functions, so I'm joining the team to make sure we have whatever rituals are required to get the job done. We'll pick up reinforcements on the way. Commander, you'll lead the strike team and protect me while I perform the rituals. Any questions? None, Marshal. It's long past time we've forced Zaitan to fight its own battles instead of hiding behind minions. Ready when you are. Ja. Gut. Also wenn das gut ankommen sollte mit dem Gewinnspiel, dann wird es das auch natürlich auch noch öfter geben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich meine, für mich ist es Geld, das ich ausgebe. Und für euch ist es halt ein bisschen, ja, ein kleines Bonbon, sag ich mal. Und es ist ja auch was nicht unbedingt jeder Let's Player momentan macht, beziehungsweise was also ich selbst habe es bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Auf YouTube generell öfter mal, aber so im Allgemeinen nicht wirklich. Und das ist halt, ja, nicht unbedingt mein Alleinstellungsmerkmal, aber ich möchte das ehrlich gesagt gerne auch öfter tun und dann wahrscheinlich immer zu den verschiedenen Sales, also viermal im Jahr mal sowas machen, mal vielleicht 5 € ausgeben für ein Spiel für euch. Finde ich in Ordnung. Das gibt mein Studentenbudget auch gerade noch so her. So 20 € im Jahr. Das By the pale tree, they're stitching that beast together from body parts. Ja, und wie gesagt, für mich ist es kein großer Aufwand. Ich finde es ganz schön. Wenn halt niemand da mitmacht, ne, dann weiß nicht, ob ich es dann überhaupt noch machen werde. Wenn halt nur 2, 3 Leute mitmachen, ja, 2, 3 Leute haben dann Glück, aber ist ja auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Übung, ne? Once, the Orions interred their dead here. Now Zaitan uses his place to craft abominations. Stand by, my ritual will show us how the ancient priests went about their grim tasks. This won't end well. Before Orr sank, this was the final resting place of Lyssa's most loyal followers. The deceased were brought here so the officiants could perform the appropriate funeral rites. We have to follow this ancient path to see where the bodies of Lyssa's faithful ended up.
Okay, Spoiler, es geht in die Richtung. Ja. Ich war jetzt mal ein bisschen ruhig, weil ich halt dachte, da kommt noch irgendwas, aber da kam halt irgendwie nichts mehr. Und, ja. Weiß nicht, was ich jetzt noch so erzählen soll. Ich werde langsam auch ein bisschen müde. Ja, hat 5:30 Uhr morgens meistens so an sich. Und, ja. Ich könnte mit euch ein bisschen ernstere Themen ansprechen, aber ich denke, um die Uhrzeit kriege weder ich das hin, in einem Kontext, so dass ihr das versteht und auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass ihr das unbedingt unbedingt wollt, dass ich hier ernsthaftere Themen anspreche, weil das ist ja eigentlich alles nur eine Spaßsache, ne? Und Spaß ist selten ernst. Es sei denn, er lernt laufen, ne? Kann das schon mal vorkommen. Aber vorher ist das jetzt nicht unbedingt so prickelnd, Ernsthaftes anzusprechen. Und ihr könnt mir auch gerne natürlich PNs schreiben, Fragen stellen, was auch immer, Themenvorschläge, sowas höre ich eigentlich immer gerne. Ich will halt, ich versuche halt ein bisschen die. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer es sind, ehrlich gesagt auswendig. Viele waren es, glaube ich, nicht. Aber ich würde halt euch gerne ein bisschen mehr in Let's Plays einbinden. Zumindest die zwei, drei Leute, die überhaupt gucken. Und ich rufe da wiederholt zu auf, jedes Mal wieder. Schreibt doch bitte in die Kommentare irgendwas, also nur ein Lebenszeichen. Ich freue mich über alles. Ja, es ist wie wenn so ein Hund, ja, mit so einem Kauknochen kommt, der freut sich über alles. Ja, der will einfach nur, dass ihr dem streichelt und ein bisschen mit dem spielt und was ihr da spielt, das ist vollkommen scheißegal, der freut sich wirklich über alles. Oder wie so ein kleines Kind mit 5 Lego-Steinen, ist scheißegal, welche Farbe die haben, das Kind freut sich drüber. So. Zumindest sollte es das, wenn es ein gutes Kind ist. The first stage of the rite is grief. The loved ones of the deceased played an integral role. Here, they were encouraged to express the pain and rage they felt over the passing. They had to release these potentially destructive emotions before the rites could proceed. The funeral rites aren't done. I must perform my ritual at each key location. Ja, sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht. Johann ist immer noch nutzlos wie sonst was. Ja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, ja, ich freue mich über alles, was ihr in die Kommentare reinschreibt, solange es nicht unheimlich dumme Hobo-Homo-Scheiße ist, ne? Ich würde ja gerne sagen, ich toleriere kein Dissen in den Kommentaren und keine was auch immer kein rassistisches Gedankengut, aber das stimmt eigentlich auch, aber dafür müsste ich erstmal Kommentare haben. Also, ja, ne? Das sind so die alltäglichen First World Problems, ne? Ich habe keine Kommentare unter meinen Videos, niemand mag mich. Ich habe schon wieder so viel zu essen, ich weiß nicht, was ich essen soll. Das ist halt alles so, ja, semi-problematisch. Herrlich, ich muss mir langsam echt mal eine ordentliche Zeit zum Aufnehmen aussuchen, wo ich das auch mal ordentlich machen kann und ungestört machen kann, ohne dass ich jetzt so früh und ich hätte es eigentlich eben machen können. Ich hätte, also das heißt eben vor ein paar Stunden so vor so um 6 rum, ja, da habe ich halt gerade Sailor Moon geguckt. Da konnte ich halt jetzt schlecht aufnehmen, ne? Ich meine, es läuft ja jetzt wieder auf Viva und so scheiße die Serie auch ist. Ich habe die als Kind immer unheimlich gern geguckt und ja, ich weiß nicht. Ich guck da gerne mal rein, auch wenn es mittlerweile echt weh tut. Und es tut wirklich weh. Allein wenn man sieht, wie schlecht und krude die Animationen damals gewesen sind und wie schlecht es doch synchronisiert worden ist. Also wie asynchron es halt ist und wenn man halt sich ein bisschen
ein bisschen auskennt mit Ausdrucksweise und der japanischen Sprache, dann tut einem auch die Namen ziemlich heftig weh. Aber das werde ich jetzt nach der nächsten Sequenz einmal näher ausführen. Schön, bitte. Ich habe bitte gesagt. Danke. This next step was largely ceremonial, but was observed by rich and poor alike. They offered a valuable gift in an attempt to persuade the priests to resurrect the dead. Naturally, the priests refused, but the act of offering and accepting rejection remained a part of the rite. Almost finished. There should be only one platform remaining. Ja, kacke, mein Kurzzeitgedächtnis. Was habe ich denn eben gesagt, was ich noch nachdenke? Achso, ja, Ausdrucksweise. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt irgendjemanden spoiler, wenn ich irgendwas über Sailor Moon erzähle. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, Sailor Moon, ne, hört jetzt mal kurz weg. Es geht nämlich um die Tochter von der Bunny und Mamoru, die, also Bunny heißt im Japanischen, glaube ich, Usagi, bin ich mir recht sicher, und die Kleine heißt Chibi Usa, also kleine Usa, mehr oder minder. Und im Deutschen haben die das halt sehr, also meiner Meinung nach sehr, sehr vergewaltigt, indem sie einfach dieses, statt Chibi Usa, Chibi Usa, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so über das Mikrofon und so, wie ich das sage, gut hört, aber es ist eigentlich ein Chibi Usa, also ein Chibi und ein I und ein U, statt dem Deutschen, wo man da eben sagen würde, also Chibiusa, also ein U, quasi ein J-U, ne, U, so in der Richtung. Ich hoffe mal, dass das so halbwegs klar wird, was ich überhaupt sagen möchte. Natürlich bin ich da sehr, sehr pedantisch auch und das tut der Serie vielleicht auch nicht so gut, aber an sich ist es halt, die Serie ist halt auch nicht wirklich gut, ne? Es ist halt Kult. Das ist halt alles, was es ist. Und das tut halt, tut mir manchmal ein bisschen leid, dass so Serien dazu verkommen. Finally, the family faced the inevitable reality that their loved one was gone. Here they were encouraged to mourn and to beseech Lissa to ease their pain. They prayed to their goddess for relief. And to watch over the deceased in the mists. Return to the center platform. That's where their rite will end. Ja, anscheinend spreche ich Lissa auch mal falsch. Also ich sage immer Lissa oder so. Das heißt eigentlich Lissa anscheinend. Gut zu wissen, versuche ich mir zu merken, dass ich das auch in den nächsten Parts dann nicht mehr kontinuierlich so falsch ausspreche. Weil ich bin ja ein sehr pedantischer Verfechter von korrekter Namensgebung. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schön, wenn man Dinge falsch ausspricht und mutwillig falsch ausspricht. Da bin ich echt ein bisschen gegen. Oh, der hat jetzt natürlich mehr Life, ne? Ist klar. Und ja, das ist halt, ich mag es halt nicht, wenn man Dinge falsch ausspricht. Und wenn man es halt nicht besser weiß, okay. Aber wenn man Menschen mehrfach darauf hinweist, dann ich weiß nicht. With the funeral rites complete, the deceased moved on to the ossuary. Next, they would prepare and inter the body. Ah, see there? They're taking the body down through that hidden door to the crypt below. That must be where Zaitan's minions are creating new risen soldiers. And that's where we need to be. Ganz ehrlich, du gehst irgendwie einen ganz, ganz merkwürdigen Weg hier, Miss. Warum sind das zwei?
fuck, wo muss ich denn jetzt genau hin? Ich glaube, geradeaus. So ein bisschen, oder? Also den kann ich ja nicht hinterherlaufen. Die scheinen ja nicht ganz so... ja, die scheinen nicht ganz so das zu machen, was sie sollen. Ja, aber da ist die Tür. Die ist offen. Offene Türen wollen durchschritten werden, ne? Und, ja, da gibt es auch eine ganz interessante Sache. Ich habe mit meiner Omi, meiner Lieblings-Omi, gut, ich habe auch nur eine, die andere habe ich schon gar nicht mehr kennengelernt, aber mit meiner Lieblings-Omi habe ich früher immer gerne Mord ist die Hobby geguckt. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Angela Lansbury, sehr, sehr schöne, schöne Darstellung von ihr. Sie hat eine Krimi-Buchautorin aus Maine gespielt und, ich weiß, Maine, es ist kein Stephen King Roman oder Film oder Serie, hat nichts mit Stephen King zu tun, doch andere Menschen, die über Maine schreiben und drehen, jedenfalls, die Serie ist halt sehr, sehr schön, ist halt auch, ne, wieder ein Nostalgiefaktor, der da spricht, weil ich habe sie auch schon ewig nicht mehr gesehen, halt, wie gesagt, zuletzt mit meiner Omi, da war ich noch so klein, da konnte ich auf der Armlehne vom Sessel sitzen, während meine Omi dann im Sessel gesessen hat und so haben wir dann quasi eine Stunde lang ausgeharrt und haben uns die Fälle von Jessica Fletcher angeguckt, die komischerweise immer auf die Lösung gekommen ist, obwohl wir das nie rausgekriegt haben und wir haben dann immer gesagt, dass sie in der Werbung quasi im Drehbuch nachschlägt, wer denn jetzt eigentlich der Mörder ist. Das war aber nicht das, was ich erzählen wollte und eigentlich geht es nämlich darum, dass in einer Episode ein Spiel angefertigt wird. Ein Virtual Reality, so ein Oculus Rift, so in der Richtung halt. Und das basiert eben auf einem ihrer Romane, also von der Jessica Fletcher, also der Schauspielerin, sondern der Rolle. Und da gibt es dann eben einen langen Gang in einem Haus. Und da sind an den Seiten Türen. Weil man kann nicht jede Tür aufmachen. Da sind verschlossene Türen. Und sie sagt dann halt, nein, das möchte ich nicht. Oh, falsche Seite. Ich möchte keine verschlossenen Türen in meinem Spiel haben. Weil verschlossene Türen geben dem Spieler das Gefühl, dass es noch etwas in dem Spiel gibt, was er noch nicht gesehen hat. Und dass er halt auch nie sehen wird, weil er diese Türen eben nicht aufbekommt. Ja? Und das finde ich eine sehr interessante Sache, weil das stimmt. Also wenn ich ein Spiel sehe, beziehungsweise wenn ich ein Spiel spiele, ja, es ist ja mittlerweile nicht mehr spielen, das ist ja konsumieren, das ist ja schon eine höhere Kunst mittlerweile, Spiele. Und ich sehe eine verschlossene Tür. Dann ist natürlich mein erster Gedanke, scheiße, was ist hinter der Tür? Und wenn ich nicht hinter die Tür komme, egal was ich anstelle, dann bin ich halt schon so ein bisschen auch nicht unbedingt gefrustet, aber es ist schon so ein bisschen, es kommt schon recht blöd an, muss man sagen. Was ist denn jetzt los? Ach, ich bin mitten in den Fall reingelaufen, wahrscheinlich. Und ich finde das auch in Ordnung, dieses Konzept eben, dass man nur die Türen zeigt, ne, durch die man auch gehen kann. Weil wenn man Dinge nur andeutet, die es eigentlich nicht gibt, dann macht man dem Spieler ja falsche Versprechungen auf Content, der sowieso nicht da ist. Wenn es jetzt aber was anderes ist, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte hier eine Tür, ja, da ist eine Tür. Und ich kann die nicht aufmachen, ich kann nicht durchgehen. Vielleicht ist dahinter irgendwas, was sie für ein DLC geplant haben, sag ich mal. Dann weiß ich aber, okay, irgendwann werde ich diese Tür vielleicht aufmachen können. Das ist halt was anderes, wenn ich was anlege, was plane, was später noch kommt. Und wenn ich dem Spieler mit falschen Versprechungen eben bei der Stange halte. Das ist einerseits ist es die Hälfte meiner Kindheit quasi gewesen, auf falsche Versprechungen in Videospielen hereinzufallen. Nämlich das besagte Triforce in Ocarina of Time, das es nicht gibt. Ja? Ich kann euch da beruhigen, ich habe mich mit dem Spiel intensiv auseinandergesetzt mit 8 Jahren und ich kann euch garantieren, also ich habe nichts gefunden. Und natürlich die Verschwörungstheoretiker werden jetzt sagen, du hast einfach nicht richtig genug. Ja, gut. Ne, ich habe das Spiel exzessiv gespielt und ich habe nichts gefunden.
Genauso wie ein Mew ja in Rot und Blau drin ist. Ja, es ist wirklich drin. Und man hat sich da früher wirklich unheimlich heftig mit diesem Spiel auseinandergesetzt. Von wegen, ja, man muss Missing No fangen und dann auf Level 50 trainieren und dem einen Mondstein geben. Und dann entwickelt sich das irgendwann zu Mew, wenn man, weiß nicht, eine Ziege tötet, ein Pentagramm auf den Boden malt mit dem Blut und eine Jungfrau opfert. So in der Richtung war das halt. Und am Ende hat sich halt rausgestellt, dass nichts davon bewahrheitet war. Das ist halt... Also Nintendo hat Jahre später auch zugegeben, dass es einen Trick gibt, Mew zu fangen, wirklich in dem Spiel. Und ich habe ihn jetzt nicht probiert, aber ich habe mir Videos angeschaut und ich kann euch sagen, ja, er funktioniert wirklich. Man kann in der roten bzw. blauen Version Mew fangen. Wie das in der gelben aussieht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Müsste ich jetzt lügen. Und ich kann euch auch nicht sagen, was der Trick ist, weil ich weiß es auch nicht mehr so genau. Es hatte was mit der Nuggetbrücke zu tun und diesem Trainer, der links daneben an dem Gras steht. Ne? Also wenn ihr über die Nuggetbrücke geht, dann gibt es ja links noch diesen Wasserpool und daneben ist noch ein hohes Gras, wo eben ein Trainer steht. Und diesen Trainer dürft ihr nicht herausfordern bis zu einem gewissen Punkt. Also den herauszufordern, dass das ist quasi der Trick, den zu einem gewissen Zeitpunkt herauszufordern und mit ein bisschen geschickter Start zu drücken, bevor diese Herausforderung eben kommt. Also sobald dieses Ausrufezeichen über dem Kopf ist, muss man irgendwie Start drücken, hat man irgendwie, weiß nicht, Bruchteil von einer Sekunde irgendwie Zeit und muss dann wegfliegen woanders hin. Ich weiß auch nicht mehr wo genau, es könnte sein, dass es Zinnoberinsel ist, in der Regel ist so Kram immer auf der Zinnoberinsel, ne? Das ist so der mystische Hulu-Wulu von Pokémon. Und dann muss man da wieder zurückfliegen. Wenn man dann gegen den Trainer kämpft, ihn dann herausfordert, dann gibt es... Also dann ist es kein Trainer, dann ist es ein wildes Mew. Und dann könnt ihr das auch fangen da. Das ist eigentlich alles. Das ist der Trick. Also, der gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu. Diese Dinge, an die ich mich jetzt nicht so erinnern kann, aber das ist der grobe Ablauf. Those urns scattered around the room are steeped in Zaitan's magic. The dragon must have distilled its essence. Pure necrotic power in concentrated form. Okay, die soll ich kaputt machen anscheinend. Ja. Und mit solchen Dingen habe ich meine Kindheit verbracht. Das ist schon, ich weiß, ein bisschen traurig, aber ich kann mitleben. Ich fand es war eine schöne Kindheit. Mir hat's gefallen. Ich hab's kapiert, du hast es eben schon mal erklärt. Ich finde das schon cool, eigentlich. Also, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Aus dem ganz einfachen Grund. Weil man heutzutage eben, ich sag mal, einen anderen Standard gewöhnt ist. Man hat heutzutage das Internet, man kann sich austauschen. Das war ja früher alles gar nicht möglich. Also, als ich 8 Jahre alt war, hatten wir nicht mal... Ich weiß gar nicht, hatten wir Internet daheim? Also ich durfte zumindest nicht allein rein. Ach komm schon. Who dares? This is a sacred place. First to listen, now to Zaitan. Be gone, or you'll defile it. You already defiled it when you betrayed Lissa and desecrated the remains of her followers. Lissa is gone. We serve the dragon now. Zaitan will consume you all. Rise now, my servants. Rise now and destroy these enemies of our master. Ja, solange nur auf Trahan losgeht, könnt ihr das gerne tun. Ich will auch noch den letzten Jar hier kaputt machen. War der letzte, oder? Ja, sieht so aus. Hier ist ein bisschen viel los auch schon wieder. Oh ne, der Trahani, der fightet da ganz schön. Okay, das ist sogar hier ein richtig fetter Named Mob, ja. Das ist ja krass. Jedenfalls, ja, als ich 8 war, hatten wir sowas wie Internet noch gar nicht. Beziehungsweise, wie gesagt, ich durfte halt nicht rein. Nicht alleine, ja, das ist fast so schlimm wie ein Puff. Ja, das Internet, das weiß man ja heute, ist alles nur Titan und Katzen quasi. Obwohl ich nicht weiß, wie viele Katzen es in einem Puff gibt. Ich bin noch nie in einem Puff gewesen. Aber wenn ihr da mehr Ahnung von habt als ich, ne, könnt ihr mir natürlich gerne Bescheid geben, inwieweit meine
Katzenaussage zutreffend oder nicht zutreffend ist. Wenn ihr euch natürlich nicht outen wollt, dass ihr in den Puff geht, ja, Pech gehabt. Ich finde es jetzt nicht, also ich empfinde es jetzt nicht als irgendwas Schlimmes, in einen Puff zu gehen. Aber das muss ja jeder selbst wissen, ob und wie weit das eben schlimm und schrecklich ist, so etwas öffentlich zuzugeben. Mir würde das jetzt nichts persönlich nichts ausmachen, aber wenn ich denn auf Männer jetzt so genau abfahren würde, ja, wenn mir wenn ich gerne einen Mann in meinem Bett haben möchte, dann würde ich das, glaube ich, auch einfach offen zugeben, weil ganz ehrlich, ich finde, wenn wem's gefällt, ne, also ich meine, für mich ist es jetzt halt nichts, aber es gibt bestimmt Menschen, für die sowas ganz Tolles. Stop, Saiten. Fall to your knees and wait for the dragon's embrace. Zaitan's depravity continues to destroy everything it touches. At least now this place is safe. Well done, everyone. We've crippled the dragon's spies, food and troop supply. It's more vulnerable than ever. How do we exploit that? We advance. I have a plan for a large-scale operation to push back enemy forces and establish base camps right here in Orr. Now that operation can begin. All I need is time to regroup and organize our forces. I am that. Oh, schön. Cool. Heal me by Alice. Das ist doch super, das nehmen wir doch mit. Ist das ein Superior-Siegel oder... Superior ist Superior das Gute? Oder ist Superior nicht das Gute? Superior ist das Gute. Das ist ja geil. Major Siegel of Water, das möchte ich gerne haben. Was wollte ich jetzt... Ja, um den Gedanken nochmal kurz zu Ende zu bringen. Bevor wir dann zum Debriefing zu Traherne gehen. Ich finde, wenn ein Mann gerne einen anderen Mann sexuell befriedigen möchte, ist das nichts Verkehrtes. Wenn das eben, ja, Frauen genauso, habe ich kein Problem mit. Ich finde, das ist eine eigene Quest, gar kein Debriefing. Ich finde, dass diese Menschen... Ich dachte, diese Menschen, das ist das klingt schon wieder so, als würde ich mich da ausgrenzen. Als würde ich diese, als würde ich da irgendwie eine Grenze ziehen, aber die Grenze gibt's eigentlich nicht. Das ist vollkommener Quatsch. Also wenn ich jetzt diese Menschen sage, dann meine ich Menschen mit einer derartig sexuellen Vorliebe. Und da möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, also ich hoffe, dass ihr das versteht. Das klingt jetzt alles ein bisschen inkorrekt politisch, aber wir haben 6 Uhr morgens, verdammte Scheiße, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ja, um den Gedanken jetzt abzuschließen, in meinen Augen sind diese Menschen nicht weniger wert. Ich bewundere diese Menschen, es ist schwer genug, hier auf dieser Welt zu leben. Es ist schwer genug, hier jemanden zu finden, der einen wirklich, wirklich liebt über alles. Und wenn das halt eben ein anderer Mann ist, wenn das eben eine andere Frau ist, von mir aus habe ich kein Problem mit, macht was ihr wollt, macht was euch glücklich macht. Ich finde das weder anrüchig, ich finde das auch nicht immoralisch oder weiß nicht, würdet ihr denen jetzt sagen, fahrt doch zur Hölle oder ihr kommt in die Hölle, ihr müsst jetzt normal in Anführungszeichen werden, um eure Seele zu retten, so ein Scheißdreck finde ich halt einfach blöd. Also blöd ist vielleicht ein bisschen, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Und solche Aussagen finde ich halt auch einfach scheiße. Also, ja, ich weiß nicht, okay, das könnte jetzt noch ein bisschen länger werden, wo ich hier einfach rede. es passiert jetzt eigentlich nichts mehr, ich rede jetzt eigentlich nur noch. Und mehr, Entschuldigung, wird in dieser Episode jetzt auch nicht mehr passieren. Deshalb, die mir jetzt nicht mehr zuhören möchten, können sich verabschieden. Der ganze Rest, schön, dass ihr noch da seid. 2 Leute, vielleicht, oder so. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde auch, dass diese Menschen, die sich zu solchen Aussagen verleiten lassen, zum Beispiel, es sind leider größtenteils Christen, die sowas sagen,
Das sind für mich auch keine richtigen Christen. Also ich persönlich bin ja jetzt nicht so stark im Christentum verankert oder bewandert. Ich finde aber ehrlich gesagt, in dem dicken großen Buch mit dem Kreuz steht eigentlich nur eine wirklich sinnvolle Aussage drin, und die ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und nach dem Motto sollte man sollte einfach danach leben. Ganz im Ernst. Die Leute, die glücklich sind, die sollen froh sein, dass sie glücklich sind, und sich nicht über andere lustig machen oder andere, ja, fertig machen wegen Dingen oder Vorlieben, für die sie ja nicht mal was können. Ja, also ich entscheide mich ja nicht einfach dazu, schwul zu sein, oder ich entscheide mich ja nicht dazu, dass ich Frauen mag. Es ist halt einfach so. Also, ach Gott, es ist wirklich zu früh für sowas. Aber was ich damit sagen möchte, ist, so Leute wie zum Beispiel, als Dirk Bach gestorben ist, gab es bei kreuz.net einen Artikel: Er schmort jetzt in der ewigen Homo-Hölle. Und ich weiß nicht, kreuz.net, falls ihr das kennt, es tut mir leid. Es tut mir aufrichtig leid als getaufter und konfirmierter Christ. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Ich rutsche auf den Knien. Das kann ich kann das einfach nicht wieder gut machen. Das ist so wie ein Nacktbild von Angela Merkel. Das kann man nicht mehr ungesehen machen. Das ist so. Ah, das tut einfach weh. Und diese Leute, ganz ehrlich, jemand mit solchem Gedankengut, ich weiß nicht, was die in einer aufrichtigen und ehrlichen Gemeinde bzw. Gemeinschaft, ja, Gemeinde ist ja auch wieder so ein christlich geprägter Begriff, in einer Gemeinschaft zu suchen haben. Denn andere niederzumachen und auszustoßen und zu bestrafen und eben solche Dinge über sie zu sagen, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, nicht ganz zumindest, aber ich bin mir relativ sicher, das steht nicht in der Bibel drin. Relativ. Ja, kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber es steht nicht drin. Und ja, da können wir jetzt auch ein ewiges Thema zu führen. Kann ich auch ewig noch zu erzählen, weil ich finde einfach, sowas gehört sich nicht. Egal, welche Religion man jetzt hat, egal welche, wo man herkommt, es gehört sich wirklich nicht, andere Menschen wegen sexueller Vorlieben so fertig zu machen. Und ganz im Ernst, die meisten anderen Menschen, sag ich jetzt mal, die auf Frauen stehen zum Beispiel, die haben auch Vorlieben und Fetische und Kinks und was auch immer alles gibt, ne? Also ich kenne jetzt auch nicht so die Fachbegriffe, aber diese Leute haben auch solche Vorlieben, solche Präferenzen, und wir ziehen auch nicht drüber her. Also ich gehe jetzt auch nicht zum Kumpel und sage: Haha, du stehst auf blonde Frauen, du musst damit aufhören, du musst brünette Frauen mögen, weil sonst kommst du in die Hölle. Ja, das ist halt Scheißdreck. Und ich hoffe mal, dass ich euch jetzt nicht so sehr gelangweilt habe mit dem, was ich gerade erzählt habe, aber das war jetzt ein Thema. Das wollte ich jetzt auch unbedingt gerne abschließen und wollte da unbedingt noch gerne nochmal ein bisschen meinen Senf zu geben. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.